23. März 1919. Über 100 Jahre alt, das müsst ihr euch mal vorstellen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wieder mal unterwegs und anscheinend hat es uns hier mal wieder in irgendwas Landwirtschaftliches verschlagen. Das heißt, irgendwas ist anscheinend ein Bauernhof. Und neben dem Stallgebäude haben wir tatsächlich einen Eingang in das Wohngebäude auch gefunden. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns mal an, was es da jetzt gibt. Viel Spaß mit dem Video. Ja, und beginnen tun wir tatsächlich dieses Mal gleich direkt im Eingangsbereich. Man hört im Hintergrund eine ziemlich vielbefahrene Straße, die so ein bisschen nervt, aber das kriegen wir wohl hin. Auffällig ist als allererstes, dass hier offensichtlich mal Kabeldiebe sich richtig ausgetobt haben. Sowas ist immer sehr ärgerlich, lässt sich aber jetzt auch nicht mehr ändern. Hier gibt es einen kleinen Raum mit allerlei Gerümpel, sag ich mal, aus dem Haus anscheinend. Das ist ein uralter Fitnesstrainer. Ich würde sagen, wir erkunden die Räume nacheinander. Auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls eine Abstellkammer. Hier in erster Linie mit Müll und durch das Fenster eine gewisse Wahrscheinlichkeit, hier gleich aufzufallen. Vielbefahrene Straße und Nachbarn wieder in Sichtweite. Mit Taschenlampen ist das immer ein Problem, da wird man viel schneller gesehen. Hier haben wir irgendwas für einen Garten, was zum Haken und direkt über der Tür eine Sense. So, weiter geradeaus, ab ins Wohnhaus rein. Wir sind hier vorhin schon mal kurz durchgelaufen. Der Zustand ist eigentlich noch ziemlich gut. Allerdings kann man so feststellen, dass das Ganze irgendwie tatsächlich schon mal ausgeräumt wurde. Also mit anderen Worten, die Möbel sind noch da, aber die Inhalte größtenteils nicht. Mit einer rühmlichen Ausnahme, vielleicht habt ihr sie eben gerade schon gesehen, eine Truhe, eine schöne alte Truhe mit Inhalt. Das ist eine richtige Schatzkiste, kann man fast schon sagen. Und das sogar ziemlich gemischt. Also Milchkanne, Kabeltrommel und hier irgendwie eine Jacke oder sowas. Oder eine Weste. Ah, und ein Büchlein. Ruhe, Stickstoff, Ratgeber. Von 1959. Entweder das oder mindestens irgendwas zum Notieren. Wir legen es wieder dorthin zurück, wo wir es her haben. Und schauen uns am besten weiter um. Jetzt gucken wir uns erstmal den Schrank an. Oh. Ich hätte jetzt gedacht, dass der leer ist. Kaffeekanne, einen Mixer und Aufsätze für so ein Zerkleinerungsgerät. Das ist wohl der klassische Küchenschrank. Dann haben wir noch eine weitere Truhe und einen Wandschrank. Ich will natürlich jetzt hier nicht alles aufmachen, aber irgendwo ist es schon interessant. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass es schon aufgeschlossen ist, was dann vielleicht noch drin ist. Oh, hier waren Kleiderbügel, aber Kleidung ist keine mehr da. Hier gibt es einen schönen Stuhl. Neudeutsch würde man wahrscheinlich Chill-Out Area oder irgendwas sagen. Und ich rieche hier schon was in Sachen Seife. Und Fliesen habe ich auch schon gesehen. Ja, das Badezimmer. Und wahrscheinlich das Ding auch leer? Nein. Also das scheint hier eine ziemlich gemischte Geschichte zu sein. Wir haben zum einen ziemlich leere Räume mit quasi nichts Persönlichem mehr drin. Einfach nur die Möbel. Dann der Badezimmerschrank noch irgendwie mit so ein paar Cremchen, Zahnpasta. Aber allgemein ist so ziemlich alles Persönliche raus. Zumindest bis jetzt. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Jetzt ist hier ein weiterer Raum und ich sehe gar nichts. Es ist hier stockfinster drin. Ne? Machen wir mal ein bisschen mehr Licht. Aha. Wohnzimmer, würde ich sagen. Ja, ganz offensichtlich, wie es scheint. Und
Ich bin jetzt gerade etwas überrascht. Ich gucke immer schon zu diesem Schrank hin. Das Porzellan gucken wir uns gleich an. Ich zeige euch hier einfach nochmal so einen kleinen Rundumblick mit einer Couch und einem relativ einfachen Tisch. So wie hier, wo wir jetzt gerade gestanden haben, noch so einen kleinen, weiß ich nicht, Fernsehtisch oder sowas, zusammen mit einem Nachtspeicherofen. Allgemein kann man eigentlich feststellen, in Relation zur Größe des Hofes, ist das hier ziemlich bescheiden. Also überaus bescheiden. Ja, dann werfen wir doch mal einen Blick auf das Porzellan. Also, ich würde sagen, das ist nichts Besonderes. Einfach nur Kitsch. Hier mit diesen doch relativ neuen Weihnachts-Espresso-Tassen. Ja, würde jedenfalls passen. Übrigens, auch hier ist auffällig, hier oben sind zwei leere Plätze. Ich muss gerade an ein Haus denken, was ich vor kurzem geschnitten und hochgeladen habe. Da gab es einen Wohnzimmerschrank, wo ja, Mann und Frau auf Bildern, auf alten Bildern zu sehen war. Und ja, die fehlen ja halt. Also tatsächlich, wie im Allgemeinen, schon gesehen und angemerkt, alles, was persönlich war, rausgeräumt und alles, was weltlich ist, irgendwie dagelassen. Wobei, eine Ausnahme gibt es anscheinend auch hier. Also ein paar Passbilder vielleicht noch. Vielleicht von dem letzten Bewohner. Na, man weiß es immer nicht, ne? Ach, schaut mal hier. Ich habe erst gedacht, das ist irgend so ein Kitschbild, was hier an der Wand hängt. Das scheint der Hof zu sein. Vor langer Zeit. Also zumindest die Straße passt. Diese Telefon- oder Stromleitungen, die sind tatsächlich immer noch da. Und auch das Haus links, das passt tatsächlich. Also so eine Fotografie, eine Luftbildaufnahme, die ist wirklich was Besonderes. Die ist wahnsinnig teuer. Also, das ist tatsächlich, also wundert mich im ganzen Kontrastbild halt zu dem Rest von dem Wohnzimmer. Vielleicht ist das eine Mischung aus Bescheidenheit und Geld zurücklegen für besondere Sachen. Denn was jetzt hier auch gerade auffällig ist, wir haben doppelt verglaste Fenster und eine Fensterbank, die sehr hochwertig sich anfühlt. Ist das Marmor oder sowas? Ich habe von sowas keine Ahnung, aber sticht auf jeden Fall heraus aus der ganzen Geschichte. Okay, bevor es jetzt gleich in den Stall geht, schauen wir hier noch mal kurz rein und tatsächlich gibt es hier auch noch ein paar persönliche Sachen. Zumindest sehe ich da oben was Handgeschriebenes. Ah, es könnten irgendwie Namen sein oder sowas. Und dann, das Übliche, ne? Trauerkarten. So Leute, nächster Raum, nächste Tür und was erwartet uns hier? Das sieht wieder aus wie so eine Art Wohnzimmer. Also zumindest gibt es hier eine große Couch und im letzten Raum, da gab es viel Besteck. Vielleicht war das in erster Linie irgendwie so eine Art Esszimmer oder sowas. Wobei ich mich dann natürlich frage, wo die Küche ist. Jedenfalls, neben der Couch gibt es zwei große Schränke. Und dann natürlich der absolute Hingucker, nein, zwei absolute Hingucker. Zum einen so eine Aktentasche und eine komplett erhaltene Nähmaschine noch. Wobei der Riemen zum Übertragen der Kraft von dem Pedal ist anscheinend nicht mehr da. Oh doch, hier unten liegt er. Hat wahrscheinlich einfach die Spannkraft verloren und ist dann irgendwann abgefallen. Und auch hier trifft Altes auf Neues oder Neues auf Altes. Das Bett sieht relativ neuer aus im Vergleich zu dem altertümlichen Lichtschalter. Ich habe keine Ahnung, wann das letzte Mal also eingebaut wurde. Ich dachte eigentlich erst, dass es eine Klingel wäre, wo ich das in den letzten Häusern gesehen habe. Aber dann hat mich jemand darauf hingewiesen, dass es ein Lichtschalter einfach nur ist. Und alt ist dann tatsächlich sowas wie das hier wieder. Eine Truhe, wieder tatsächlich mit Inhalt. Und dieses Mal gibt es neben einer Geldkassette
auch eine Handtasche. Ich würde natürlich zu gern den Inhalt mir anschauen, aber die Handtasche einer Frau durchzusuchen oder was auch immer, ich glaube, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Die lasse ich mal schön da liegen. Stattdessen schauen wir uns besser den Heimtrainer an. Elektronisch, wie es scheint, nicht so wie dieses alte Ding in dem Kämmerchen ganz am Anfang. Trotzdem, also der hat doch seine Zeit hinter sich, oder? Das ist völlig verstaubt und eingesponnen. Wirklich noch, eigentlich noch schlimmer wie der in der Kammer. Bevor wir jetzt weitergehen und den nächsten Raum uns anschauen, gucken wir kurz in den Schrank rein. Ich vermute ja, dass der leer ist. Nein. Man weiß es nie genau. Also in diesem Ort ist es wirklich, kann es so oder so sein. Tja, was meint ihr? Das scheint ja was von einer Dame zu sein. Ah, mit den Hemden da. Ah, nee, Krawatte. Das würde natürlich zu dem Foto passen, was wir gefunden hatten. Zu diesem Passbild. Ja, auch hier. Das ist Herrenkleidung. Eindeutig. Na dann, nächster Raum. Tja, ich weiß immer nicht, wie man die ganzen Sachen hier einzuordnen hat. Esstisch ist mindestens da. Hier in der Tür so ein Zeitungsständer. Und mein Favorit ist dann tatsächlich dieser Schrank mit Büchern. Aha. Der große Duden. Steuerratgeber 2003 und 2004. Recht und Gesetz. Also dann tatsächlich so ein allgemeines Nachschlagewerk. Aha, hier ist jetzt nun die Küche. Die habe ich die ganze Zeit tatsächlich vermisst. Und sagt selbst, die ist mindestens genauso karg eingerichtet wie dieses Esszimmer oder Wohnzimmer oder was auch immer. Also für Küche kann man ja einen Haufen Geld ausgeben. So einige Möbelhäuser, die haben sich ja eigentlich nur darauf spezialisiert und vermitteln, dass das irgendwie das Lebenselixier überhaupt wäre, kochen in einer sündhaft teuren Küche. Aber das hier ist wohl genau das absolute Gegenteil davon. Also einfach. Sehr, sehr, sehr einfach. Muss man echt sagen. Okay, und nun? Kühlschrank? Wollen wir ihn aufmachen? Oh. Ui, 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 ui. Und? Leer. Wir sind noch mal in dem Raum hier mit diesem weißen Schrank. Und da ist tatsächlich etwas sehr, sehr, sehr Altes drin, das ich euch auf jeden Fall noch zeigen muss. Und zwar ist es dieses Ding hier oben. Ganz unscheinbar. Aber wenn man es mal aufrollt, Konfirmation und guckt euch das Datum an. 23. März 1919. Wahnsinn. Also insofern, auch wenn sonst hier nicht mehr so viel drin ist, hält dieses Gebäude, hält dieser Hof auf jeden Fall einen neuen Rekord. Wenn das wirklich das Datum ist von der Konfirmation, also von diesem Dokument, dann ist es das Älteste, was ich bisher gesehen habe. Über 100 Jahre alt, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also, ich meine, für jemanden, der in der Bibliothek arbeitet, der zuckt wahrscheinlich jetzt mit den Schultern, aber für mich als Irrwächser ist das tatsächlich jetzt, also, wirklich neuer Superlativ, das muss man ganz ehrlich sagen. Eindrucksvoll. So, nun aber abschließend zum Stall. Und ich denke mal, hier kann man auch noch einiges sehen, was mit dem Gebäude im Laufe der Zeit passiert ist. Also zum einen, denke ich mal, war das ursprünglich mal so eine Art Waschküche. Da hinten mit so einer Handpumpe, mit zwei Waschbecken. Und dann hier, ich würde mal sagen, einfach zum Wasser heiß machen früher für die Wäsche oder sowas. Und dann auf der anderen Seite, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, alles zum Werken, zum Handwerken, was ziemlich, ziemlich neu aussieht, meiner Meinung nach. Und dann anschließend der Stall, der, tja, wie man offensichtlich sehen kann, schon lange nicht mehr in Betrieb war und irgendwie umfunktioniert ist zu einem
ja, weiß ich nicht, großen Gerümpelraum. Also steht hier wirklich alles durcheinander. Auf der anderen Seite gibt es dann auch noch mal so eine Box für Tiere. Schweine oder ich weiß es nicht genau. Und ja, zum Thema neu und alt ist das auch wieder hier so ein Thema. Also wie man sehen kann, hier ist irgendeine Zwischenwand eingezogen worden. Wann genau, das lässt sich natürlich nur raten. Das Holz sieht auf jeden Fall nicht mehr frisch aus. Irgendwann wurde das Ding hier mal umgebaut. Und wenn ich eine Prognose, eine Schätzung abgeben müsste, vielleicht vor 10 Jahren oder sowas. Ja, Leute, und damit sind wir am Ende. Eine sehr gemischte Exploration, könnte man sagen. Also ein Bauernhof, teilweise ja, ausgeräumt, teilweise noch im Original. Ein neuer Superlativ, wenn das wirklich tatsächlich so sein sollte, dass das ein Original ist. Ihr könnt euch gerne mal in den Kommentaren dazu auslassen, ob ihr denkt, dass es ein Original ist oder ob das, ich weiß nicht, der Druck sah irgendwie zu frisch aus. Also beziehungsweise noch zu gut, wenn das Ding über 100 Jahre alt ist. Dazu könnt ihr mir gerne was schreiben. Ansonsten, ja, schade eigentlich, kann man sagen. Schade, dass das ganze Ding so verkommt. Bis dahin, tschüss.